Hey, ich bin Simio und wir probieren heute eine Runde Florentino aus mit den neuen Verzauberungen. Ich habe letzte Runde gegen den richtig, richtig starken Florentino gespielt, der hat diese Verzauberung drin. Und basically geben die euch weniger Cooldown, wenn ihr eure Ultimate benutzt habt. Das kann dann resetten. Das ist sehr, sehr gut für Florentino. Außerdem, wenn ihr eine Bewegungsgeschwindigkeit benutzt habt, das heißt, wenn ihr irgendwie einen Jump benutzt habt oder so, kriegt die nächste Fähigkeit mehr Schaden. Das bedeutet, diese Verzauberungen sind irgendwie super abgestimmt auf Florentino. Und es muss einfach gut funktionieren. Ja. Und das wollen wir hier gerne mal ausprobieren. Gehen wir auf die Slayer Lane gegen den Gildor, so wie es aussieht. Ja, sollte Gildor sein. Ja. Ich spiele gegen Gildor auf der Slayer Lane. Ist meine zweite Runde jetzt in dem neuen Update. Ich muss einmal hier bearbeiten. Ich will, glaube ich, erstmal einen Rangbrecher haben. Ich weiß nicht, ob Machtwort noch so gut ist. Ob es so super, super gut ist. Müssen wir mal sehen. Ja, wir holen es uns mal. Wir haben gegen Gildor, das heißt, gegen Gildor können wir sowieso. Gegen Gildor können wir sowieso die Vergoldeten beilassen. Man kriegt auch noch mehr Durchschlag, ey. Ich habe das Gefühl, so diese Krieger, also Krieger sind richtig, richtig gut geworden mit dem Update. Also die waren ja sowieso schon extrem stark. Aber ich habe das Gefühl, die sind nochmal stärker geworden. Immer schön versuchen, Last Hit zu bekommen. Einen haben wir schon mal verhauen. Das war nicht so schön. Oh, die invaden, die invaden, die invaden. Ich gehe hier hin, die wird flickern, ja. Die ist tot. Nice. First Blood haben wir bekommen. Wir könnten theoretisch einen Invade machen. Schauen wir, ob wir hier einen Creep bekommen. Okay, die Creeps sind leider schon weg. Wir haben noch keinen hier auf der Botlane. Der Gildor ist irgendwie auf der Top mit dabei und wir chillen hier rum. Ah, naja. Können wir so ausnutzen. Ist ja nicht schlecht für uns. Da ist der Ormar. Okay, wir haben jetzt irgendwie einen Sideline-Ormar bekommen. Und der Gildor ist irgendwie auf der Top geblieben. Boah, schöner Schaden hier von Dai-Chen. Macht das ganz gut. Ich habe gehört, Dai-Chen ist auch sehr, sehr stark geworden. Da ist Ormar. Mal schauen, ob er reinjumpt. Wenn er einen Jump benutzt, wenn nicht so clever, da hat er ihn benutzt. Sehr schön. Nice, nice. Ihr habt gesehen, er hat seinen Jump benutzt und deswegen konnte er nur noch weglaufen. Ja. Wenn ihr irgendwie so einen Jump habt und ihr spielt gegen jemanden, der euch töten kann, lauft rein und jumpt raus. Ja, jumpt nicht rein. Wenn ihr reinjumpt, habt ihr das Problem, wie gerade eben, dass ihr... Ich komm. Können wir machen. Okay, die ist rausgejumpt. Habt ihr das Problem, dass er euch töten kann? Ja, weil ihr halt nicht mehr wegkommt. Und ihr habt dann euren Escape halt für den Engage benutzt. Das ist nicht so dolle. So, renn runter. Und zieh die Wave. Wir haben jetzt gleich Ultimate ab. Kriegt er einen Stun drauf? Nee. Ich ulte mal nicht hinterher. Da ist diese Passive. Nächster normale Angriff verursacht zusätzlich Schaden. Das ist wirklich krass. Das ist echt 1:1 abgestimmt auf Florentino, muss ich sagen. Diese Runen. Schau mal, wie schnell man das hochstacken kann auf 3. Das ist schon extrem, muss ich sagen. Nice, nice. Uns hier. Ja, wir gehen einmal in die Mitte. Da gibt es Probleme, glaube ich. Ryoma, lassen wir kurz mal die Botlane, ja? Die kann er haben. Weil wir sind ja gerade hier hingelaufen. Okay, der geht nicht rein. Ich hatte gehofft, der geht rein. Der Enzo. Hat er nicht gemacht. Okay, nächste Wave kommt. Können wir die proxyen? Proxy wird zu knapp, denke ich. Ja, Proxy wird zu knapp. Das heißt, wir müssen sie so pushen. Pushen hier kurz die Wave aus. Ist der auch mal hier? Ja. Okay, das war weird. Team ist am Fighten. Wir holen die nächste Wave Proxy. Wenn wir die Wave geproxied haben, haben wir genug Zeit, um zu roam, denke ich. Wir wollen jetzt nur die Wave hier nehmen. Und vielleicht den Creep hier. Ja. Suchen wir noch den Creep zu holen. Vielleicht kann ich sogar den klauen.
Oh, der Schaden, Leute. Diese neue Fähigkeit erhöht den Schaden echt extrem. Ja, da haben wir den Blue Buff geklaut. Sehr, sehr schön. Da kommt er nicht hinterher. Das war okay, die haben gefightet, wir haben uns einen Blue Buff genommen. Entspannte Sache. Ich glaube, der Fight ist auch relativ gut ausgegangen an der Stelle. Da ist Enzo. Wo ist Ormal? Enzo können wir 1 gegen 1, denke ich, fighten, aber Ormal dazu wird zu hart. Ich bin mir noch nicht so sicher, was wir genau machen können mit dem Helden hier. Von daher bin ich noch nicht so, dass ich im Rank da super committen möchte bei solchen Situationen. Da ist Ormal, da ist Enzo, ich teleportiere raus. Ich muss rein, das soll's. What the fuck ist mit Florentino passiert? Habt ihr das bitte gesehen? Mir wurde gesagt, Florentino ist stark gemacht worden, aber dass er wieder so durchdreht. Puh. Na denn. Viel Spaß. Ja, wenn ihr noch nicht Diamond seid und Florentino nicht gebannt ist, das ist euer Held, um nach Diamond zu kommen. Das war ja übelst krank. Und dann stellt euch mal vor, ihr trifft... Ich habe ja auf Florentino... Ich habe ja nicht so viele Games. 27 Games oder so habe ich auf dem. Dann stellt euch mal vor, ihr trifft hier einen Florentino mit irgendwie 400 Games oder so. Der nimmt euch... Nimmt euer ganzes Team auseinander. Irgendwie habe ich dem gerade nicht so viel Schaden gemacht. Alles okay. Enzo ist oben. Perfekt. Das heißt, wir können hier weiter Druck machen. Das war... Das hat mich ein bisschen geschockt gerade, ey. Na, ganz tot ist er noch nicht. Alles okay. Er kann... Wir müssen ihn nicht töten, weil wir haben jetzt eine komplette Wave im Tower. Das heißt, wir können den Tower nehmen. Das war kein Ding. Ja, auch wenn er nicht stirbt, in solchen Situationen ist total egal. Denn solange ihr irgendwie ein Objekt erfüllen könnt, was ist wert. Der Kill ist immer... Kill ist nice to have, aber was wirklich wichtig ist, dass ihr das Objekt nehmen könnt. Den Jungle Clown, das ist auch immer ganz schön. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Ich gehe hier raus. Komm, schau mal. Ich glaube, wäre ich reingegangen, wäre too much gewesen. Das ist hier das Rote. Wo man Cooldown-Verringerung bekommt und alles Mögliche. Diese Fähigkeit soll auch auf Lauriel mega, mega broken sein. Müssen wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Und jetzt hier trotzdem mal den Handschuh. Ich finde, der Handschuh harmoniert nämlich wirklich gut auf Florentino. Ihr könnt doch teilweise sogar 1 gegen 5 machen mittlerweile mit dem hier, ey. Stellt euch mal vor, Florentino hätte immer noch die Schadensimmunität, die er früher hatte. Okay, das war gedrückt vorm Stun, dann kam es nach dem Stun an. Bisschen traurig. Game sieht aber so gesehen ganz gut aus. Wir haben ja gut Gold. Einer der höchsten im Gold, 5600. Liegt doch daran, dass wir sehr effektiv gefarmt haben. Wir haben halt immer den gegnerischen Jungle so weggenommen. Ich helfe gleich mit beim Slayer. Ich will nur einmal kurz den hier für den HP-Rack haben. Jetzt warte ich einmal kurz. So, jetzt kann ich rein. Ja, Slayer haben wir bekommen. Ultimate wieder bereit. Pushen Bottom aus. Was eigentlich jetzt gut wäre, ist, wenn ich auf die Top-Lane gehe. Wenn ich jetzt auf der Top chill... Wenn ich jetzt auf der Top chillen würde, könnte mein Team hier Druck machen. Ich könnte Top-Tower holen. Aber ich bleibe mal beim Drachen hier. Glaube ich, bleib beim Drachen. Müssen ja den Drachen irgendwie beschützen. Unser Drache. Irgendwie muss dann der Drache an Tower kommen. Ah, ich glaube, der Drache ist ein bisschen wasted.
Kam nicht an Tower. Ja. Der Drache war komplett wasted, leider. Nee, ich gehe da nicht mehr rein. Ist der Drache jetzt zumindest am Tower? Ja. Okay. Ein bisschen Tower-Schaden kriegen wir. Ich bleib mal hier drin. Vielleicht kommt jemand vorbei, den wir uns gönnen können. Mitte wird gepusht. 4 gegen 5 mit Push. Muss ich aufpassen. So, da haben wir die Wave kurz gepusht. Da ist Enzo. Darf ich mich auch bewegen? Darf mich nicht bewegen. Alles klar. Ich war komplett CC-locked. Ein bisschen Schaden am Tower bekommen. Omni-Waffen habe ich jetzt bald ab. Das bedeutet noch 200 Gold. Dann haben wir Omni-Waffen. Und ab da haben wir nochmal einen Boost. Ich glaube, Omni-Waffen und dieser andere Effekt, dass wir mehr Attack mit irgendeinem Auto-Attacks machen. Ja, die Verzauberung. Ich glaube, das harmoniert auch sehr, sehr stark zusammen. Kurz mal einen Schluck trinken. Ich bin ein bisschen erkältet, sorry, Leute. Oh, gefährlicher Fight. Gefährlich, gefährlich. Ich gehe mal die Top auspushen. Daichen soll mittlerweile echt gut sein. Das freut mich. Nice, da haben wir Omni. Nächste Wave kommt schon. Nehmen wir auch direkt mit. Oh, die engagen. Engage nicht ohne mich, Leute. Chasen die noch? Da ist die Ultimate vom Gildor. Vier gegen fünf Engage. Nicht so cool. Können wir da noch was machen, ist die Frage. Vielleicht auf die Kali. Okay, müssen wir raus. Können wir leider nichts machen. Die mussten aber beide flickern. Also sofort flickern. Kali und der Gildo haben beide geflickert. Die haben so ein bisschen Panik. Und dann sind die rausgejumpt. Wir bauen jetzt auch gerade die Magieresistenz gegen die Kali und gegen den Gildo. Das hilft uns auch wieder. Top Lane. Ja, Top Lane würde ich auch eigentlich gerne deffen. Irgendwas hat mich gerade geslowt, aber ich habe keinen Plan, was. Ist der Gildo Stun? Hier wieder 4 Leute. Die machen Slayer. Sehr gut. Geh einfach weg. Okay, nevermind, der ist nicht weggegangen. Ah, der Drache, das ist das Ding. Guck mal, wo die den Drachen spawnen. Das ist halt nicht so smart. Ich muss jetzt in die Base gehen und helfen. Sonst nehmen die uns hier den Base-Tor weg. Gildo hat keine Ultimate mehr, das wissen wir. Was ist das für eine Falle? Ich habe mir den neuen Helden noch gar nicht angeschaut, by the way. Ich weiß nur, der kann irgendwie so einen Turm hinplacen oder so. Was war das für ein Ultimate-Tain? So, ich muss nur einen haben hier. Wenn wir einen Kill kriegen, lohnt das schon. Kein Kill bekommen. Fünf Sekunden brauchen wir da. Der ist auch tot. Red Buff nehmen wir uns. 5 Sekunden wieder für unsere Ultimate. 2, 3. Ultimate ab. Nein, ich habe kein Auto-Attack-Reset bekommen. So close. Ja, lauf weg. Daichen, lauf weg. Lauf weg, bitte. Schade, ist nicht weggelaufen.
Okay, den können wir nicht mehr deffen hier, den Tower. Wir brauchen einen guten Teamfight irgendwie. Das wäre ganz schön. ...1100 für die Orb. Okay, Hayat ist AFK. Wie gut ist Kali geworden? Weil Kali ist auch so eine meiner Lieblingshelden gewesen immer. Das würde mich mal interessieren. Okay, jetzt haben wir die Magieresistenz. Tun uns jetzt noch Klingen der Ewigkeit. Ich bin mir nicht so sicher bei dem Bild. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr tanky gegangen. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen tanky sollte ich schon gehen. Okay, jetzt können wir es eigentlich nicht mehr fighten. Keine Chance. Außer wir kriegen irgendwie die Backline tot. Die haben doch da einen Drachen genommen, oder? Ja. Sollten wir nicht fighten. Oh, guck mal, der ADC. Nice. Da hat der ADC super overstepped, Leute. Haben wir direkt gesehen, ausgenutzt. Enzo in der Backline. Versuchen Enzo zu töten. Enzo auch noch tot. Sehr schön. Versuchen noch Omar zu töten. Omar auch noch tot, sehr, sehr schön. Haben wir eine Midwave. Let's go. Midwave können wir ranpushen mit der. 5 Leute am Leben. Kali Ultimate raus. Nice. Tower nehmen wir. Gut. Müssen aber umdrehen. Top Lane können wir einmal pushen. Slayer bekommen wir. Das war super schlecht gemacht beim gegnerischen AD Carry. AD Carry und Enzo haben da mega reingefeedet gerade. Dass der irgendwie da rumgelaufen ist, war super bad. Dann kam der Enzo noch irgendwie von der Seite an. Das war gut für uns, ey. Die hatten das Game eigentlich schon mega in der Tasche. Und dann kamen die da irgendwie noch so an. Nice. Okay, diesmal haben wir Drake in der Base beschwört. Das ist ganz schön. Ah, noch nicht fighten. Ich versuche einen Flank. Ich versuche flanken. Okay, die wissen. Nice. Gegner ADC tot. Sehr schön. Toplane pushen. Wir haben eine gute Wave. Können wir da rein? Das ist die Frage. Boah, die haben einen sehr guten Wave-Clear, ne? Ist man schon... Boah, die Gilde Ultimate hat weh. Ah, ich committe das jetzt. Komm, ein Schlag noch. Nice. Haben's besiegt. Sehr, sehr schön. Puh, das war... Wir haben halt am Anfang echt gut gemacht. Florentino mega stark geworden, echt. Wenn man da ein paar Games auf dem hat. Wow. Am Anfang war es echt gut, die Runde. Da haben wir so ein bisschen gestruggelt. Aber dann hat der Gegner einfach so einen kranken Fehler gemacht. Dieser ADC hat komplett reingefeedet. Dann hat dieser Enzo geintet. Und dann haben wir das Game gedreht. Sehr, sehr schöne Runde. Wie gesagt, Florentino sehr, sehr stark. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Helden ihr noch in 3.0 stark findet. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann ciao.